Willkommen zu Folge 4 sollte es sein. Und ja, in der letzten Episode hat uns Pia ein wunderschönes Meisterwerk gezeigt von ihrerseits. Und ja, also es ist doch gar nicht so übel. Oder es ist sehr speziell. Es ist grauenvoll. Nein, es ist ich weiß nicht, grauenvoll klingt mies. Also das ist vollkommen mies, gar nicht so übel. Ist so, ja, ist so gelogen. Und sehr speziell ist so, ja. Sehr speziell. Das ist noch untertrieben. Letztes Mal, als ich zum Muttertag ein Bild gemalt habe, hat meine Mutter mich praktisch angefleht, es sein zu lassen. Haha, vielleicht hätte ihr ein Schaf ja gefallen. Bestimmt nicht. Und sie hätte den Kram sicher nicht gewollt. Es ist ein Desaster auf ganzer Linie. Wir sollten es im Kunstraum aufhängen. Oh, ich bin dabei. Aber mal im Ernst, ich weiß nicht, ob Patrick so begeistert wäre. Ich gebe zu, das hat der Arme nicht verdient. Naja, dann behalte du es. Es ist doch eine schöne Erinnerung. Haha, das ist sehr nett von dir. Sie zwinkerte mir zu, ehe sie den Raum verließ. Naja, so habe ich immerhin etwas Lustiges, das ich in meinem Spind hängen kann. Das habe ich nun verdient für alle. Also, das habe ich nun verdient für all meine Sticheleien. Okay. Carla telefoniert. Okay. Ich habe sie lustigerweise noch nie so strahlen sehen. Ihre Augen glitzern voll. Ja, ich auch. Punkt, Punkt, Punkt. Haha, hör doch auf. Das ist völlig ausgeschlossen. Nein, nicht mal, wenn du diese Stimme benutzt. Du bist doof. Aber mit wem redet sie bloß so? Naja, auch wenn ich neugierig bin, sollte ich hier nicht zu lange herumtrödeln. Nein, wenn sie uns erwischt, ist die Hölle auf Erden los. Okay. Ich weiß immer noch nicht richtig, was ich von dieser Episode halten soll, muss ich gestehen. Das ewige Suchen geht wieder los. Ich schwör's dir, sie ist mega niedlich und so intelligent. Ich würde sie zu gern mal sehen. Achso, nee, warte. Ich würde sie zu gern mal sehen. Sie hat sich gut in der Wohnung meines Bruders eingelebt. Aber diese Wohnung ist auch wirklich genial, sogar ich habe mich dort wohl gefühlt. Man kann über meine Eltern sagen, was man will, aber so viel ist sicher. Sie scheinen keine Kosten, wenn es nötig ist. Ich kann nicht umhin, mit den Zähnen zu knirschen. Dass sie zu verstehen gibt, dass das Geld ihrer Eltern all das Leid aufwiegen könnte, das Nathaniel zugefügt wurde, macht mich fertig. Ja, das stimmt. Was glotzt du so? Gar nichts. Ich zog es vor, weiterzugehen. Was stört dich? Was stört's dich? Du bist einfach ein Hingucker, weißt du? Oh, das kann sie aber zu nicht verstehen. Boah, Alter. Mir fällt mal wieder auf, was die für fette Boobs hat. Was stört dich? Gar nichts. Ich nehme B. B, die goldene Mitte. Ich find's uncool, dass du mein Sichtfell unnötig verschmutzt. Also hau ab. Eines Tages solltest du dich vielleicht mal erwachsen. Solltest du vielleicht mal erwachsen werden. Diese kleine Fehde gegen mich führt doch zu nichts. Trau mich, oder versuchst du tatsächlich mit mir zu verhandeln? Nicht ganz. Ich versuche dir klarzumachen, dass unsere Streitereien lächerlich sind. Hör mal gut zu. Ich kann dich auf den Tod nicht ausstehen. Und das sagt schon. Und das schon vom ersten Tag. Dein Gesicht, deine Art, wie du den Jungs gegenüber einen auf Unschuldsengel machst, das kotzt mich an. Verstanden? Du kannst nichts dagegen tun. Du bist einfach so. Ich habe schon verstanden, dass die meisten hier dich mögen, aber krieg endlich in deinen Schädel, dass du nicht allen gefallen kannst. Das ist gar nicht mein Ziel. Na klar, komm schon, Lee, lassen wir ihr etwas Zeit zum Nachdenken. Ich starte ihnen mit offenem Mund nach. Wenn mir das jemand noch vor wenigen Tagen gesagt hätte, ich hätte es nie geglaubt. Emma bringt mich dazu, mich zu hinterfragen.
Das war nicht sehr feinfühlig und ziemlich unangenehm zu hören. Aber ich muss zugeben, dass sie einen wunden Punkt getroffen hat. Ich versuche oft, mich mit allen gut zu stellen. Es sei denn, ich finde keinen Draht zu den Leuten, wie es bei Deborah war. Zu Recht. Und bei Pia vermutlich fälschlicherweise. Aber ich kann mir vorstellen, dass mein Verhalten manche Leute verärgert. Ich habe immer alles auf Amber geschoben. Und ich sag ja nicht, dass sie keine Fehler hat, bei Gott nicht. Aber ich muss mich an den Gedanken gewöhnen, dass mich nicht alle so mögen, wie ich bin. Das erste Mal, dass eine Auseinandersetzung mit Amber sich als hilfreich erweist, ja. Ja, es ist halt so, man kann nichts geben. Nicht jedem gefallen. Wow, Armin sieht ja konzentriert aus. Ja, dann wieder auf. Meine Mutter hatte nämlich kurz reingequatscht. Da hatte ich kurz einen Cut gemacht. Er sitzt hinter einem der Computer und tippt eifrig. Der sieht so gut aus. Ich bezweifle, dass er Hausaufgaben macht. Hey. Was? Oh, was? Er schob seinen Stuhl so abrupt zurück, dass er gegen mich stieß. Dazu sage ich jetzt mal nichts. ja, also. Ich will gar nicht wissen, was sie da getrieben hat. Aua! Oh, entschuldige mich, Mitsugi, ich hatte dich nicht gesehen. Was du nicht sagst, ich massierte mein Knie und zog eine Grimasse. Ich warf einen Blick auf den Bildschirm und bemerkte, dass Armin wie gebannt auf das Desktop starrte. Was machst du da? Was versuchst du zu verbergen? Oh, Entschuldigung, störe ich. Ich weiß, ich finde es lustig. Oh, steig sogar ehrlich. Weißt du, für eine durchschnittliche Schülerin bist du eindeutig zu aufmerksam. Vielleicht bin ich ja keine durchschnittliche Schülerin. Das ist gut möglich. Was ich tue, geht dich gar nichts an. Also hopp, ab mit dir. Alles klar. Alles klar. Oder er hackt sich gerade in das Schulsystem, um seine Noten zu verbessern. Müssen wir nicht eigentlich ein besonders Notizbuch suchen? Also ja. Diese Episode ist sehr aufschlussreich. Nun, das ist ja alles schön und gut, aber ich habe das Gefühl, dass Kasti nicht in der Schule ist. Kann ich dir helfen, Mitsui? Du siehst verloren aus. Haha, sag sowas nicht. Ich fühle mich an den Beginn des Schuljahres zurückversetzt. Seither ist so viel passiert. Ja, ich ließ ein melancholisches Seufzen hören. Okay. Eigentlich bin ich auf der Suche nach Kastiel. Aber er scheint schon gegangen zu sein. Oh, aber nein. Ich habe vor kaum 2 Minuten ihn im Keller. In den Keller gehen sehen. Ich war da eben mit zu mich von. Was? Ja, wirklich? Oh, vielen Dank, Iris. Oh, das Kellerkind ist back. Nicht dafür. Das Kellerkind ist back. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich muss irgendwie Doppelklicks machen. Es hängt immer noch irgendwie leicht. Also. Ah, hab ich dich. Ich habe mir schon gedacht, dass du es nicht, länger ohne mich aushältst. Er fasste mich am Handgelenk, um mich an sich zu ziehen. Nein, Kasti, ich muss dich etwas Wichtiges fragen. Oh weh, was hast du nun wieder angestellt? Es geht um Lysander. Oh, warst du nochmal bei ihm? Nein, denn ich muss vorher unbedingt noch etwas erledigen. Sagst du mir vielleicht mal, wovon du redest? Ich würde ihm gern sein Notizbuch wiederbringen. Du weißt schon, in das er seine Songideen schreibt. Du meinst, dass er ständig verlegt. Exakt. Hast du eine Idee, wo es sein könnte? Du bist ja witzig. Wie kommst du darauf, dass ich das besser weiß als er? Weil du sein bester Freund bist. Weil du nicht so verträumt bist wie er. Weil du keinen Gedächtnisverlust erlitten hast. Schlimm ab.
Du warst doch am meisten mit ihm zusammen, vor allem wenn es um Musik ging. Ich dachte, vielleicht. Schon gut, ich weiß, worauf du hinaus willst. Sieh mal in seinem Spind nach. Oh, ich bin ja dämlich. Warum habe ich daran nicht früher gedacht? Stimmt, da werde ich nachschauen gehen. Willst du nicht mitkommen? Eigentlich gerne, aber wenn ich Probleme vermeiden will, sollte ich in nächster Zeit besser nicht auffallen. Du wurdest gestern ins Lehrerzimmer bestellt. Worum ging es da? Ob du es glaubst oder nicht, ich hatte im letzten Erdkundetest eine sehr gute Note und verräst dachte, ich hätte geschummelt. Unglaubwürdig ist, dass er eine gute Note hat. Was zum Geier? Ernsthaft? Ich musste einen Haufen Fragen zum Stoff beantworten, ehe er mir geglaubt hat. Das ist doch nicht fair. Er hatte keine Beweise. Du hättest das nicht über dich ergehen lassen müssen. Das ist mir ziemlich egal, wenn ich ehrlich sein soll. Es hat mir zu viel Spaß bereitet, ihn auflaufen zu lassen. Kann ich mir vorstellen. Naja, die Lehrer haben nun aber trotzdem ein Auge auf mich. Wenn ich diese Schule also mit einem Abschluss verlassen will, sollte ich erstmal nicht in Schwierigkeiten geraten. Sagst du mir dann, was bei der Sache mit Lisanne rausgekommen ist? Ja, natürlich. Ich folge Castils Rat. Ich wartete bis zum Unterrichtsende, ehe ich versuchte, Lisanne das Spind zu öffnen. Ich hatte vergessen, Castiel zu fragen, ob er zufällig die Zahlenkombination kannte, aber Lisanne hatte sie ihm wohl nicht verraten. Auf geht's! Öffne Lysander Spind, wo auch immer der sein mag. Okay. Nun gut. Niemand in der Nähe. Ich kann hin. Ich hatte so eine Ahnung, wie der Code lauten könnte. Er war sehr simpel, aber Lysander war auch nicht die Sorte Mensch, die etwas Kompliziertes aussucht. Also, es war sehr simpel. Er hätte es nur wieder vergessen. Die Kombination ist bestimmt 1, 2, 3, 4, 2, 2, 1, 1, also 2, 2, 1, 1. 0203. Ich muss gestehen, hätte das jetzt so im ersten Moment auch nicht gecheckt. Aber wenn man nämlich Lisandras Geburtsdatum kennt, der ist nämlich am 22.11. geboren, also am 22. November. Ich weiß das eigentlich, aber ich muss gestehen, im ersten Moment wäre ich auch nicht drauf gekommen, wenn mich nicht die gute Lucielli, um genau zu sein, darauf angestoßen hätte. Also ja, natürlich, of course, es ist 221. Die meisten Menschen nehmen ihren Geburtsdatum als eine Kombination. Yes! Lisanne hat tatsächlich sein Geburtsdatum genommen. Zum Glück habe ich ein gutes Gedächtnis. Aber ich glaube, so hat man es auch nie erfahren, dass er am 22.1. am 22.11. Geburtstag hat. So gesehen hätte es den Otto Normalspieler, der sich vielleicht nicht so extrem mit Zwidamoris befasst. Ansonsten hätte es nicht gecheckt. Aber. Ich begann nach Lysanders Notizbuch zu wühlen. Es herrschte ein ziemliches Chaos da drin. Aber nach viel mühsamen Kramen zwischen Kugelschreibern und Schulheften fand ich schließlich das Notizbuch. Wie bitte? Ich fuhr vor Schreck zusammen. Oh, warte, wie bitte? Was machen Sie denn noch hier, Fräulein Mitsugi? Ich habe nur ein paar Dinge aus meinem Spind geholt. Es ist schon spät, Sie sollten besser gehen, die Schule schließt bald. Oh ja, ich gehe schon. Ich verdrückte mich schnellstmöglich. Ich sollte mich auf jeden Fall beeilen, wenn ich Lysander heute Abend noch das Notizbuch zurückgeben will. Geh zurück ins Krankenzimmer und gib Lysander das Notizbuch. Okay, muss ich dafür nicht. Genau. Mit klopfendem Herzen kaufte ich das Busticket. Endlich verfüge ich über ein Mittel, um Lysander zu helfen. Naja, vielleicht. Aber mein Instinkt sagt mir, dass ich dem Ziel nahe bin. Ich muss mich zurückhalten, um nicht während der Fahrt in dem Notizbuch zu blättern. Ich würde trotzdem zu gerne wissen, ob mein Plan Aussicht auf Erfolg hat. Aber ich will nicht riskieren, dass Lysander wütend wird. Nein, wir sollten nicht drin wühlen. Wir kennen unseren Lysander. Das gefällt ihm gar nicht. Und ich glaube, ich nehme schon ziemlich lange auf. Hatte wieder mal einen Cut gemacht. Wegen meiner lieben Mutti. Nee. Ich glaube, 5 Minuten gehen.
das ist nicht der richtige Moment, um Ihnen Sorgen zu bereiten. Ich drückte das Notizbuch fest an meine Brust, ehe ich durch den Krankenhauseingang rannte. Na, renn! Run, Bitch! Was wird man mir wohl dieses Mal erzählen? Dass der Arzt bei Lysander ist? Dass seine Familie schon im Zimmer ist? Hallo. Ich wollte Lysander besuchen. Nur zu. Im Ernst? Danke. Das ist fast zu schön, um wahr zu sein, ja. Allerdings, das ging jetzt sehr leicht. Sander! Was? Keiner da. Das war ja klar. Ich konnte nicht anders, als meine Gedanken laut auszusprechen. Nichts ist jemals einfach in diesem Krankenhaus. War Lysander vielleicht etwas zugestoßen? Vielleicht hatten sie ihn in den Operationstag geschafft und die Krankenschwester war nur nicht auf dem Laufenden? Aber nein, Mitsugi, beruhige dich. Durch das Drama mit dem Notizbuch bin ich sehr reizbar geworden. Ich fühle mich, als trüge ich eine große Geldsumme mit mir herum und müsste sie so schnell wie möglich irgendwo sicher verwahren. Ich muss Lysander unbedingt finden. Oh, da stehen noch die Blumen. Lysander, where are you? Where are you? Oh nein. Oh nein, Hiti. Kann ich Ihnen helfen? Träume ich etwa? Hat sie gerade ihre Hilfe angeboten? Sie muss eine freundliche Zwillingsschwester haben. Ja, wissen Sie vielleicht, wo ich Lysander finde? Sie wissen schon, der Patient, der überfahren wurde. Ich weiß, tut mir leid, aber das ist nicht mein Patient. Ich weiß nicht, wo er sein könnte. Oh, okay. Nur leider hat mich ihre Freundlichkeit auch nicht beruhigen können. Tja, verdammte Hacke. Lysander! Where are you? Hä, wieso ist das Zimmer verlassen? Da muss er ja schon weg sein, oder nicht? Das ergibt keinen Sinn. Bitte, Doktor! Das Doppelkind ist wieder da. Er eilte davon. Wollen die mich alle verarschen? Vielleicht ein Notfall. Okay, ja. Obwohl, ich hoffe nur, es ist nicht... Lysander, where are you? Where are you? Oh mein Gott. Ach, da bist du ja. Ich hatte Angst um dich. Warum denn das? Du warst nicht mehr auf deinem Zimmer und für einen Moment dachte ich, es gäbe vielleicht eine Komplikation. Die Ärzte haben mir erlaubt, etwas spazieren zu gehen. Ich soll das Laufen nicht verlieren. Ja, das tut dir sicher gut. Ich lächelte ihn breit an. Ich war dermaßen erleichtert. Ich wollte dir etwas geben. Noch ein Geschenk? Das wäre nicht nötig gewesen. Du tust zu viel. Ein Geschenk ist es nicht gerade. Lass uns darüber in deinem Zimmer reden. Wenn du magst, ich bin sowieso ein bisschen müde. Lysander! Mein Schokodaddy! Lysander streckte sich seufzend auf dem Bett aus. Alles gut bei dir? Keine Sorge, es dauert nur ein wenig, ehe ich mich erholt habe. Ich kann dennoch nicht anders, als mir Sorgen zu machen. Also, wie geht's dir seit meinem letzten Besuch? Rosa kam gestern Abend vorbei und durch die Unterhaltung mit ihr sind einige meiner Erinnerungen zurückgekehrt. Ist das dein Ernst? Ja. Sie hat mir vor allem von der Schule erzählt. Ich konnte mich irgendwann an das Konzert erinnern, das ich mit Castiel, Nathaniel und Iris gegeben habe. Oh. Und Iris hast du nicht vergessen? Zusammen mit Rosa habe ich etwas herausgefunden. Ich erinnere mich an die Schüler, die schon länger da sind, aber nicht an die Neuen. Sagt ihr Kentin was? Oder Armin? Nein, gar nichts. Alexi? Auch nicht. Obwohl Rosa von ihm gesprochen hat. Pia? Er schüttelte verneinend den Kopf. Ich bin also nicht die Einzige, die du vergessen hast. Absolut nicht. Ich holte tief Luft. Darum habe ich etwas mitgebracht, von dem ich denke, dass es dir helfen könnte. Ich gab ihm schüchtern sein Notizbuch.
Mein Notizbuch. Wenn es irgendetwas gibt, das dir beim Erinnern helfen kann, dann steht das mit Sicherheit dort drin. Ich habe es nicht gelesen, aber ich weiß, dass du dort deine Songs notiert hast. Vielleicht sind ein paar davon mit verlorenen Erinnerungen verknüpft. Lysanders Fingerspitzen strichen über die Bettdecke. Ich fürchte mich ein bisschen. Vielleicht bist du noch nicht so weit. Soll ich dich allein lassen? Hab keine Angst, du bist nicht allein. Ja! Süß, ihr war voll süß. Ja, ich glaube, ich nehme C. Das ist voll süß. Hab keine Angst, du bist nicht allein. Ich biss mir auf die Lippe. Vielleicht wollte er in einem solchen Moment lieber allein sein. Oh. Oh. Ich wartete stumm, während er in seinem Notizbuch blätterte. In mir wühlten meine Gefühle so heftig, dass ich beinahe zitterte. Nach einigen Minuten hob er den Kopf. Sein Gesichtsausdruck verriet nichts. Es ist seltsam. Punkt. Ja? Meine letzten Aufzeichnungen. Ich erkenne zwar meinen Schreibstil, aber dennoch, ich habe das Gefühl, die Texte eines Fremden zu lesen. Das versetzte mir einen Stich. Alter! Ich war fest überzeugt, dass es funktionieren würde. Es tut mir so leid. Das ist nicht deine Schuld. Es war eine sehr gute Idee. Scheint nur, als würde mein Gedächtnis sich weigern, mitzuspielen. Oh, Alter, wie mies ist das bitte, vor allem dann in der Lysander-Route. Oh. Ich werde weiterlesen. Vielleicht fällt mir ja irgendwas wieder ein. Okay. Willst du, dass ich hier bleibe, während du liest? Nein, geht schon. Manche Texte sind ganz schön persönlich. Ich würde die Bruchstücke lieber allein zusammensetzen. Ich verstehe, dann lasse ich dich mal in Ruhe. Es ist spät und meine Eltern werden noch unruhig. Natürlich, vielen Dank für deine Hilfe nochmal. Das ist doch selbstverständlich. Bis bald. Ja, einen schönen Abend noch. Boah, Alter, das verletzt mich irgendwie voll. Das ist so, alles voll so. Ja, wenn ihr handelt uns auch teilweise halt so ein bisschen wie eine Fremde, so ein bisschen, ne? Also, so. Ach man, oh. Ich fühle mich so entmutigt. Ich muss der Wahrheit ins Gesicht blicken. Dass ich dieser Situation gegenüber machtlos bin. So, ich glaube, jetzt nehme ich lang genug auf. Also dann sehen wir uns mal wieder in einer nächsten Folge von Episode 32. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann. Tschüss.